Spielzeuge werden regelmäßig verbannt. Aber okay, vielleicht war es auch einfach keine gute Idee, einen radioaktiven Bastelkasten mit echtem Uran neben Wer bin ich im Regal stehen zu haben. Komisch. Und auch einer Barbie funkensprühende Rollerblades zu geben, die wie dein herkömmliches Feuerzeug funktionieren und deinen Teppich anzünden, war wohl möglich begrenzt schlau. Und weil die Spielekiste letaler Zeitvertreiber erschreckend viel tiefer ist, als ich original erwartet hatte, führe ich euch heute einmal durch die wilden Reihen der Kinderspielzeuge mit positiver KDA. Triple Kill. Und damit dann, hey Leute, ich bin's wieder, der nur Merch produzierende Mann aus dem Internet. Bleiben wir doch direkt mal bei der Feuer-Barbie. Offiziell Rollerblade-Barbie kam in den 90ern auf den Markt mit dem unglaublichen Selling Point, dass sie Rollschuhe trägt. Wow! Um das Ganze aber ein bisschen spannender zu gestalten, hat man in den Rollerblades ein wenig Auermetall in die Schuhe verbaut, damit Barbie coole Funken schießt. Auermetall kennt ihr alle von Feuerzeugen, da machen die nämlich genau das gleiche. Funken. Echte, richtige, heiße Funken. Und die sind jetzt in Barbies Schuh. Was soll da nur schief gehen? Naja, wie einige Tests und Versuche gezeigt haben, so einiges. Diese Tests wurden aber nun mal leider nicht von Mattel vorgenommen, sondern von sabbernden Kackzwergen auf Omas speckigem Flucati-Teppich. Oder, wie im Falle einer Familie aus 1993, auf dem A** des Bruders. Da hatte nämlich eine 8-Jährige mit ihrem 4-jährigen Bruder und ihren Barbies Boutique gespielt. Und nachdem sie den kleinen Kerl mit ein bisschen Haarspray zum Hübschmachen angesprüht hatte, ist sie mit der Roller-Barbie über den Ass von ihrem Bruder gefahren. Und was soll ich sagen? Frisches Haarspray plus Flammenwerfer-Barbie ergibt einen brennenden Bruder. Naja, zumindest eine brennende Hose. Zu Schaden gekommen ist wohl niemand, weil Eltern damals noch tatsächlich auf ihre Kinder geschaut haben. Allerdings war das für Mattel mehr als genug Anlass, der Rollschuh-Barbie die Kniescheiben anzuhauen und auf ewig aus den Toys R Us-Regalen zu verbannen. Und gleichermaßen heiß geht's dann weiter, nämlich mit den Easy-Bake-Öfen von Hasbro. Aber zuerst, wie schaut's bei dir aus? Hattest du auch Spielzeuge, die jetzt im Nachhinein betrachtet viel zu gefährlich waren? Wenn ich überlege, wie oft ich in meinem Elektrobaukasten Batterien kurz geschlossen habe, weil ich Kaugummipapieren so gerne beim Verbrennen zugeschaut habe. Ja, doch. Ich schon. Packt mir eure gefälligsten Spielsachen in die Kommentare und abonniert doch mal schnell, um kein Video mehr zu verpassen. Den Ofen im Mini-Format gibt es tatsächlich schon sehr viel länger, als man erwarten würde, aber kam erst 1991 in die Hände von Hasbro, wo es dann 2007 auch zum ersten Mal zu Problemen kam. Eigentlich waren die Easy-Öfen grundsätzlich recht idiotensicher gebaut, was ja irgendwie auch eine recht logische Gegebenheit ist, wenn man Produkte für eine Zielgruppe herstellt, die auf dem Intelligenzlevel der Durchschnittsamöbe hantiert. Eigentlich hat der Ofen nur einen kleinen Schlitz, über den man sein Förmchen in den Ofen stellt und dann geht die Klappe zu und hinten werden die fertigen Muffins rausgeschissen, wenn der Timer abläuft. Aber bei der Version von 2007 gab es anscheinend Produktionslücken und so kam es zu insgesamt 249 Berichten über Kinder, die ihre Pfoten zusammen mit Muffins und Kuchen im Ofenrohr platziert haben. 77 davon haben sich dann schön Verbrennung zweiten und dritten Grades gebacken und in einem Fall musste sogar ein Stück eines abgekugelten Fingers komplett amputiert werden. Cooler Unterschied, by the way. 1993 fängt dein Sohn plötzlich Feuer und nichts passiert. 2007 backt sich dein Kind über 15 Minuten den kleinen Finger zu einem Chicken Wing und die Eltern kommen wahrscheinlich nur ins Zimmer, weil sie bei dem Geruch denken, es gibt Essen. Das Ergebnis war jedenfalls, dass Hasbro panisch versucht hat, den rosa Kinderkocher vom Markt zu bekommen und darum gleich zweimal zur Rückgabe aufgefordert und die entsprechenden Versionen gelöscht hat. Und jetzt, wo wir Feuer hatten, machen wir doch direkt weiter mit Wasser. Jeder von euch kennt doch bestimmt Bügelperlen. Kleine Plastiktuben, die man auf einem Brettchen in bester Pixelart-Manier anordnet, dann unters Bügeleisen legt und einen hässlichen Klumpen rausbekommt, weil man zu lange gebacken hat. Freude pur. Aber das gleiche Prinzip gibt es auch als Wasserversion. Aquabeats, beziehungsweise in unserem Fall Bindies. Zwei verschiedene Marken, wichtig bei dem, was wir denen gleich anhängen. Aquabeats sind praktisch die isometrische Version von Bügelperlen, bei denen du bunte Murmeln in deine gewünschte Form sortierst und dann nicht bügelst, sondern nur mit Wasser besprühst. Das Plastik, aus dem die Murmeln gemacht sind, Polyvinylalkohol, ist nämlich wasserlöslich und schmilzt bei ein wenig Sprühsprüh einfach schön zusammen. Und während der Stoff grundsätzlich eigentlich vollkommen ungefährlich ist, haben kleine Unterschiede in den Herstellungschemikalien große Auswirkungen auf das Ergebnis. Kleines Beispiel, Natriumchlorid in Wasser, Natrium im Wasser. Und so oder so ähnlich war es auch bei den Bindies in, oh, 2007 schon wieder.
Statt des non-toxischen Weichmacher 1,5 Pendantiol hat die chinesische Produktionsfirma nämlich aus Kostengründen ein wenig am Rezept gewerkelt und lieber 1,4 Butandiol benutzt. Und während 1,5 Pendantiol jetzt völlig ungefährlich im Verzehr ist, ist 1,4 Butandiol die Vorstufe von GHB bzw. der Partydroge G und wird in hoher Konzentration auch als K.O.-Tropfen genutzt. Und wenn Kinder eine Sache bewiesen haben, dann, dass hohe Konzentration bei genug gefressenen Plastikmurmeln sehr schnell erreicht werden kann. Und so haben gleich mehrere Kinder in Amerika und Australien so viele von den Kugeln gefressen, dass sie mit einer dramatischen Überdosis GHB komatös ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und besonders peinlich war es auch, dass die kurz vorher noch in Australien zum Spielzeug des Jahres gekrönt wurden. Und dann haben sie ein paar Monate später Kinder ins Koma geschossen. Cool! Und während sich dann auch die Zahlen von weit stark sedierten Kindern gehäuft haben und bei dies auf jeglichen Märkten weltweit erstmal geblockt werden musste, wurden am Ende gut 4 Millionen Pakete von den bunten Kinderdrogen zurückgerufen. Naja, und Bindies wurde in BDOS umbenannt, damit man vielleicht nicht mehr als das Produkt bekannt war, das Dutzende Kindern ihr erstes Club High beschafft hat. Und auch Wasser bekommt noch eine zweite Geschichte, dank des Aqualisure Baby Boats von Aqualisure Industries. Die haben nämlich Babybötchen auf den Markt gebracht, mit denen man selbst die Kleinsten unter uns ohne Sorge raus auf den Pool schieben kann. Und dann nicht mal mehr anwesend sein muss. Blöd war nur, dass eben diese Bötchen auch dafür bekannt waren, dass irgendjemand in der Produktionsfirma anscheinend mal für Falltüren-Ink gearbeitet haben muss und es in den Produkten, die zwischen 2002 und 2008 produziert wurden, gern mal dazu kam, dass die Sitzfläche und damit auch das Baby einen Abgang gemacht haben. Und das Beste an der Geschichte, Aqualisure hat die Beschwerden über diese Probleme in verschiedensten Variationen des Produktes zwar erhalten, aber einfach nie an die Sicherheitskommission weitergeschickt und darum konnten die überhaupt so lange unverändert weitermachen. Warte mal, Leute gehen im Wasser unter und Sicherheitsmängel wurden über Jahre ignoriert? Das kenne ich doch. Das Ende vom Lied war dann aber, dass sie eben wegen dieser Unterschlagung trotz fehlenden Unfällen mit kleinen Wasserleichen $650.000 Strafe zahlen mussten. Ich mach's kurz und schmerzlos. Just Legends Yuzu Drachenfrucht ist back! Den Performance Booster vom Team Alternativ habt ihr das letzte Mal nämlich restlos ausverkauft. Dann habt ihr uns den Restock aus den Händen gerissen und jetzt... Nach einer weltweiten Drachenfrucht-Shortage und einem Exportverbot für Drachenfrüchte... ist er wieder back. Mein Geschmack, null Zucker, nur natürliches Koffein. Saure Yuzu trifft auf süß-fruchtige Drachenfrucht. Vergiss Energy Drinks oder den langweiligen Kaffee. Nimm dir den Löffel Yuzu Drachenfrucht, rein in den Shaker, Wasser drauf und schütteln, bis das Pinke kommt. Maximal erfrischend wird's dann mit Eiswürfeln und ein bisschen Sprudelwasser oben drauf. Kein Pfand, keine überteuerten Dosen. Und wir haben wieder so viel besorgt, wie wir kriegen konnten, aber der Bestand ist leider wieder limitiert. Also, gönnt euch so schnell wie möglich über den ersten Link in der Beschreibung oder diesen QR-Code. Yuzu Drachenfrucht. 15% Rabatt gibt's dann noch mit meinem Code Malternativ. Psst, verrat's keinem weiter. Aber die ersten 1000 Bestellungen kriegen auch noch den neuen Yuzu Shaker hinterher geschickt, sobald der Versand ready ist. So, und dann kommen wir auch direkt zu Erde. Und hier kann man sehr viele kleine Geschichten als eine große zusammenfassen. Das große Magnetdilemma von 2000. Um die Zeit gab es nämlich sehr, sehr viele Spielzeuge, die auf Magneten basiert haben. Quick, Click, Polly Pocket, magnetische Knete, Magnetix, Magnetwürfel, Magnetmurmelbahn. Alle hatten eins gemeinsam. Magnets. Und alle Spielefirmen hatten eins gemeinsam. Sie haben heftig unterschätzt, wie schnell geklebte Magnete doch aus ihren vorhergesehenen Fassungen springen und dann von Kindern gegessen werden. Und während ein gefrühstückter Magnet noch nicht schlimmer ist als der ganze andere Scheiß, den Timmy so vom Fußboden wegfrisst, können mehrere Magnete zu ganz schön großen Problemen führen. Zum Beispiel können Magnete Teile der Darmwand einklemmen, dadurch Quetschung, Schwellung, Prellung bis hin zu Nekrosen auslösen oder einfach Teile des Darms zusammenziehen, die überhaupt nicht zusammengehören. Und das Ergebnis bei all diesen Events ist insgesamt schlecht. Darum kommen in den USA jährlich auch im Schnitt 10.000 Kinder wegen verschluckter Magnete in die Notaufnahme. Und ebenfalls darum mussten alle oben genannte Spielzeuge ihre Sortimente zwischen 2002 und 2009 mindestens einmal zurückrufen. Aber Magnete sind nicht alles, was Erde zu bieten hat. Denn hier kommen wir auch zu dem wohl dümmsten Spielzeug, das jemals den Weltmarkt erreicht hat. Elektrobaukästen kennen wir wahrscheinlich alle. Ist eine Batterie drin, bisschen Alufolie, paar Dioden und wenn du Glück hast, noch ein paar Lämpchen. Aber in den 1950ern war das den Leuten zu langweilig und darum gab es für die Kinder nicht erst einen Stromkasten, sondern man wurde ganz direkt an die Atomkraft gebracht mit dem Gilbert Atomic Energy Lab. Der Inhalt? Natürlich gutes altes Uranerz! Und das kam mit seiner eigenen Nebelkammer, Geigerzähler und verschiedenen Teilen zum Eigenbau anderer Geräte zur Erkennung von Radioaktivität. Genau das Richtige für die Kinder, die zu Tausenden wegen gefressener Magnete im Krankenhaus eingeliefert werden. Und wisst ihr was?
Diese Box wurde nicht aus dem Regal genommen, weil man die Gefährlichkeit erkannt und dann gebannt hat, sondern weil es zu langweilig war. Es wurde einfach nicht gekauft. Uran war nicht cool genug für die Kids von Welt. Atombombe kenne ich noch nicht, will ich nicht. Entweder das oder der Fakt, dass der damalige Preis von $50 auf heute umgerechnet ungefähr $500 waren und niemand für $500 einen Stein kaufen wollte. Guck mal, die waren damals schlauer als ich heute. Naja. Und jetzt haben wir natürlich noch Luft. Und auch hier gibt's wieder ein paar wunderbare Produkte. Zum Beispiel waren Mini-Hängematten für Kinder um 1996 der allerletzte und konnten sich an Verkaufszahlen im Millionenbereich erfreuen. Das einzige Problematische war hier nur, dass es keine Hängematten mit eingebauten Spreizern oder schön dicken Seilen waren, sondern nur glorifizierte aufgeschnittene Kartoffelsäcke. Und so kam es in 12 Fällen dazu, dass Kinder sich beim Ein- oder Aussteigen in den Seilen verheddert und dann mit sich selbst Hangman gespielt haben. Und auch hier hat natürlich wieder niemand aufgepasst. Warum auch hinschauen, wenn dein Kind sich in ein freischwingendes Seilkonstrukt begibt, gewebt aus altem Sack? Resultierend wurden Ende 1996 dann ungefähr 3 Millionen verkaufte Hängematten wieder zurückgerufen und seitdem sind Hängematten fast immer aus festem Stoff und nicht mehr aus grob geknoteten Dessous-Restbeständen. Ebenfalls zum Fliegen gedacht waren die Vorgänger der heutigen fliegenden Barbies, die Skydancer von Gloop Toys Inc. Skydancers! Der Unterschied von heute zu früher ist aber, dass unsere Flatterfeen heute sehr dünne Flügelchen haben, die keiner Fliege was zu Leide tun können und dazu diese absolut hässlichen Abstandshalter, damit die nicht irgendwo gegenhauen können, wo sie nicht gegenhauen sollen. Mein Kopf zum Beispiel. Im Gegensatz dazu waren die damaligen Flugpuppen mehr so stahlverstärkte Kamikaze-Bomber mit den fettesten Plastikflügeln der Welt und dem Willen zu morden! Und auch wenn sie das in keinem Fall geschafft haben, die 2000er Skydancer haben es trotzdem in über 150 gemeldeten Fällen geschafft, Zähne auszuschlagen, Wangen zu zerschneiden, Augäpfel anzukratzen und in einem Fall sogar eine Gehirnerschütterung zu Bruch landen. Aua. Und damit musste Gloop dann Anfang 2001 8,9 Millionen verkaufte Kamikaze-Puppen zurückrufen lassen und die heutige genutzte Änderung vornehmen. Und als letztes haben wir noch das wirklich mit Abstand dümmste und amerikanischste Spielzeug, das ich mir vorstellen kann und das alle Elemente in sich vereint. Der Avatar der beschissenen Spielzeuge sozusagen. Die Austin Magic Pistol aus 1950. Sieht erstmal reichlich unscheinbar aus, hat es aber ordentlich in sich. Ihre lustigen Ping-Pong-Bälle hat die kleine Handkanone nämlich verschossen, indem man den hinteren Teil mit einem Magic Crystal und etwas Wasser geladen und dann über den Abzug einen kleinen Funken zugegeben hat. Und das Ergebnis? Der Ping-Pong-Ball fliegt erstaunlich weit. Also, der Ping-Pong-Ball oder was auch sonst ein gelangweiltes Kind da oben reinsteckt. Ein Stein, eine Nuss. Hundekacke. Also wird zumindest ich schießen. Ich war ein Scheißkind. Funktioniert hat das dadurch, dass die Magic Crystals Calciumcarbid sind, das bei Kontakt mit Wasser zu Itin zerfällt und extrem flammbar wird. Carbidschießen nennt man das bei uns. Anscheinend ist das hier in Holland und Bayern eine Tradition bei Hochzeiten. So schaut das aus. Wasser auf Erde, damit die Luft in Flammen aufgeht. Das perfekte Spielzeug für Kinder. So, und damit verabschiede ich mich dann auch, ne? Ich muss noch einen Weg finden, wie ich Brennspiritus in einer bunten Colaflasche marktreif machen kann. Frankreich wird sich freuen.